Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Frostpunk. Es ist kalt. Und wir müssen forschen. Und wir brauchen Industrie. Wir brauchen mehr Scouts. Wir brauchen mehr Generatorleistung. An sich brauchen wir alles. Habe ich noch irgendeine Forschung, die relativ einfach vonstatten geht? Kohleabbau, den brauche ich gerade eigentlich überhaupt nicht. Wir können die Rohstoffaufwertung mal eben erforschen, während ich das Stahlwerk upgrade direkt. Oder? Doch. Baut schneller, ihr faulen Säcke. Und wie ist das mit unseren beiden Sägewerken? Da haben wir noch 900 Holz. Da haben wir noch 574 Holz. Ja, brauche ich auch. Noch mehr Sägewerkkram eigentlich. Ach, ein neues Gesetz veranlassen. Mein Gott, es ist auch egal. Feldküche erhöht die Temperatur von Arbeitsplätzen in der Nähe um eine Stufe, kostet aber Nahrung. Machen wir erstmal die Abendgebete. Hear me, hear me. New law in the city. Was eigentlich, wenn die 100% zufrieden sind? Explodiert denen da der Kopf? Vor allem mindestens 250 Einwohner müssen überleben. Kann gar nicht sein. Wir haben ja nur 200... Achso, es sind 249 in der Nähe von Gebetshäusern. 289 haben wir ja im Moment hier. Tatsächlich doch einmal den Außenposten erforschen und das Holz holen. Obwohl Holz nicht mein Problem. Ich brauche irgendwas, wo ich Stahl produzieren kann. Oder Stahl herbekomme. Speer Nummer 2 sind sicher zurückgekehrt. Mit einem Haufen Leuten im Gepäck. So, direkt wieder los zu den zerstörten Unterkünften. Und jetzt sag nicht, von da vorne kommt ein Sturm. Oder ist das einfach nur... Oder ist einfach das Meer? Schneebedeckte Vorräte, durchsucht die Gegend. Als wir uns durch den Schnee schaufelten, haben wir mehrere Kisten voller Vorräte entdeckt. Keine Ahnung, wer sie hier verloren hat. Aber er braucht sie definitiv nicht mehr. Sieben Leute haben kein Zuhause. Kaum zu glauben. So, die Hoffnung steigt leicht, weil wir die an der Felsnadel gerettet haben. Wie wär's noch mit einem tollen Dampfzentrum hier an der Seite? Aber so, dass wir das Dampfsägewerk da reinbekommen. Ja, Workday Ends, geht erstmal etwas beten. Die Kinder müssen aber ein bisschen länger arbeiten. Betrunkener Ausraster. Aktive Wachstation. Wir haben keine Glaubenshüter oder Wachstationen. Die Lords sind auf diesem Schiff. Ihr werdet schon sehen. Sie kommen mit diesem Mistkerl Lord Craven, um sich zu nehmen, was uns gehört.
denke kaum, dass hier irgendjemand kommen wird, der Ansprüche stellen kann. Die Ressourcen brauche ich. Ich kann keinen Stahl ausgeben, es ist ernüchternd. Alles immer in die Forschung gesetzt werden wieder. Wenn du eine Sekunde nicht forschen kannst, ist das vom Nach, also ist das ein großer Nachteil. Fliegende Jäger. Wollt ihr nicht auch ein bisschen früher anfangen? Ist doch immer schön, wenn man früh morgens schon um 6 Uhr anfangen kann, anstatt um 8 Uhr. Vor allem, sie arbeiten länger. Komme früher, geh später. Das ist eine sehr gute Arbeitgebereinstellung. Nee, Nehmer. Ach, was auch immer. Wollte ich eigentlich die Kapazität für meinen wundervollen und tollen Generator hochziehen? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen anders unterwegs. So, erforscht das Fischerdorf. Kaputter Eisbohrer. Das sollte eigentlich mit... Ja, wir können Außenposten für Essen hier machen. Aber ich zerleg das Ding lieber, weil ich brauche den nicht. Zur Zeit. Und wer sich übrigens denkt, dass der Schrein so ein riesiger Booster ist für die Produktivität, den muss ich auch enttäuschen. Es hält sich in Grenzen. Hm, was sind das denn für Sing? Also das Symbol habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, okay, die Forschungsanlagen profitieren davon natürlich ziemlich, wenn wir Schreine aufbauen. Ich hoffe, ich habe heute etwas Hoffnung, trotz der Umstände. Ah, das ist ein Tod. Trotzdem geht es uns gut. Weil wir jeden Tag Suppe mit Wein bekommen. Jetzt aber los. Es bleibt bei den Stahlproblemen, ne? Da-da-da. Weil trotz Schreien ist die Stahlgewinnung okay um 1,4 gestiegen pro Stunde. Und der Schrein ist halt nur ein Gebäude, was du baust, ne? Forschungsrate 166%, also der gibt auch den Forschungsdingern hier jeweils 2%. Wenn ich das richtig sehe. Weil ich glaube, durch die 4 Dinger habe ich 160, genau, Potenzial 160 und die 6% kommen durch den Schrein.
Ein Hauch von Hoffnung. Sir, die Leute haben damit angefangen, persönliche Amulette, Perlen und handschriftliche Gebete als Weihgaben bei den Schreien zu lassen. Es scheint ihnen dabei zu helfen, in diesen schweren Zeiten eine positive Stimmung zu bewahren. So, erhöhen wir die Generatorleistung. Und die Reichweite dann als nächstes. Speer 1 ist zurück in die Stadt gekommen. Hat ein bisschen was mitgebracht. Jetzt gehen wir zum Landeplatz und gucken mal, was das für ein Schiff ist, was da liegen soll. Ich denke kaum, dass die Lords auf dem Schiff da hinten rumgammeln. Und warum habe ich jetzt plötzlich... Ach so, das haben die Leute mitgebracht, ne? Den Überschuss an Stahl. Will ich den Außenposten? Ach, das war ein, das ist das Zeichen für den Außenposten, was ich vorhin meinte. Was ist das denn für ein Zeichen hier? Mauerbohrer haben wir noch nicht erforscht, ne? So, dann können wir die Hütte der Jäger hochziehen. Die letzte Gruppe ist angekommen. Die letzte Gruppe sagt, dass keine Flüchtlinge mehr kommen werden. Wir waren die Letzten, die die Schiffe verließen und sollten somit auch die Letzten sein, die den Generator erreichen. Hinter uns ist keine lebende Seele mehr auf dem Weg. Alle Leute gerettet. Du hast geschafft, unsere Freunde und Familien, Brüder und Schwestern, Männer und Frauen sind in Sicherheit. Wir sind jetzt stärker. Du hast bewiesen, dass wir gemeinsam das Unmögliche erreichen können. Du warst erfolgreich. Hier sind wir also, aber das ist noch nicht Ende. Aber 342 arbeitende Hände ist schon nicht ohne. Bin ich sehr erfreut drüber. Generatorleistung. Dann sind wir auch schon mal sicher. Als nächstes die Reichweite erhöhen. Was? Geschlossen zu dieser Tageszeit? So ein Blödsinn. Der Tempel. Wir werden ein prunkvolles Zeugnis für die Hingabe unseres Volkes errichten. Es wird die Hoffnung in den Herzen der Gläubigen entfachen und Zweifler umstimmen. Listen, everyone! Ob es jetzt ein Gott ist oder ein alleswissender Anführer, ist doch alles derselbe Propagandakack. Es darf in der Stadt nur einen Tempel geben. Nur ein einziger Gott darf neben mir existieren. Ihr müsst ein bisschen weiterlaufen, bis ihr am Tempel ankommt. Zerstörte Unterkünfte. Arbeite Außenposten und verlassenes Sägewerk. Dann zuerst im verlassenen Sägewerk. Arbeite Außenposten, da habe ich das Gefühl, da könnte noch jemand drin sein. Jetzt sinkt die Nahrung.
Was mit euch? Ein junges Paar, Captain, ein junges Paar wollte, dass wir ihnen diese Nachricht überbringen. Wir wurden auf unserem Weg getrennt und waren verzweifelt. Dank ihrer Bemühungen sind wir vereint. Unsere Dankbarkeit lässt sich nicht mehr in Worten ausdrücken. Die Temperatur sinkt, das sollte aber keinerlei Einfluss haben. Oh mein Gott, wie erhitzt sie hier oben? Das Stück, was da drüber hängt, das wird bestimmt runterfallen und uns erschlagen. Der Tempel ist ein mächtiges Symbol des Glaubens. Könnte glatt Kölner Dom sein. Nur, dass sie es in 2 Tagen aufgebaut haben, anstatt in 400 Jahren. Bitte hier die richtige Zahl einfügen, wie lange der Drumbau gedauert hat. Er hatte natürlich auch viele Pausen, so wie der Berliner Flughafen, aber es hatte keine Feuerlöscher-Problematik. Sondern irgendwas anderes. Und wenn ich schon das Außenposten-Ding baue, sollte ich vielleicht auch mal die Außenposten-Truppe losschicken. Die Anlage wurde abgeschaltet, weil keine Straßenverbindung. Festpredigt. Sehr schön. Generatorreichweite erhöht. 97 Kohle am Tag. 134 produziert wir. Ah ne, 97 Kohle pro Stunde. Ich weiß, Forschung ist fertig. Dann lass uns mal... den Kohlebau erforschen. Da haben wir nämlich noch ein paar Slots. Hast die Straße langsam mal gebaut? Verbindet der nicht. Na, da funktioniert etwas wieder nicht so, wie es sollte. Also wieder ist vielleicht übertrieben. So, kriegen wir jetzt die Verbindung hin? Bitte der Gläubiger, Sir. Hier ist ein Geistlicher mit einer Gruppe Gläubiger. Sie bitten Sie, die Öffnungszeiten des Wirtshauses zu verkürzen. Sie behaupten, dass die Vergnügungen, die es bietet, Geist und Seele unserer Einwohner vergiften. Das klingt natürlich vernünftig. Warum verbindet sich diese doofe Anlage nicht? Da ist wohl das Stück, was gefehlt hat. Ah, sie sind verbunden. So, erstellt euch, dann geht zum durchgefrorenen Wald da oben. Ihr seid angekommen am verlassenen Sägewerk. Gibt's nur ein bisschen Holz. Weiter zum Arbeiteraußenposten. Optimierung des Kohleabbaus. Ein rascher Dampfkern. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Unglaublich. Die ganze Zeit horte ich die Kacke schon. Tja. Aber warum nicht? Die sind auch nicht verbunden, ne?
weil hier so ein kleines Stück fehlt. Seht ihr das? Der Button hüpft so ein bisschen. Obwohl, beim Lager ist das, glaube ich, total egal. Begegnung mit den Lords, Aufsehen des Unheil. Captain, die Beortungsposten bei der Signalstation melden eine große Gruppe von Fremden, die in unsere Richtung marschiert. Wir müssen annehmen, dass die Lords kommen. Unsere Einwohner befürchten, dass ihre schlimmsten Ängste wahr werden. Wir werden in dieser eisigen Hölle sterben, wenn sie uns vertreiben. Und selbst, wenn wir bleiben dürfen, werden sie uns zu ihren Sklaven machen. Wir müssen kampfbereit sein. Die Aussicht darauf, dass so viele Lords herkommen werden, hat verständlicherweise zu Spannungen geführt. Der Konflikt zwischen Leuten unterschiedlicher sozialer Klassen könnte die Zukunft unserer Stadt gefährden. In den nächsten Tagen könnte sich unsere Gesellschaftsform vollkommen verändern. Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt kommen die richtig großen Gruppen hier hin. Tja, ihr wohnt dennoch alle in Zelten. Muah. Ich werde hier aber alle unter einem Gott vereinen. Im Optimalfall. So baut das auf und verbindet die Straßen. Sehr schön. Liefert alle zwei Tage 200 Holz. Hm. Hä? Zwei Arbeiter sind gestorben. Aber aus unbekannten Ursachen. Komisch. Wahrscheinlich, weil die ganzen Gebäude hier nicht verbunden sind. So, Heizkörper an in den Kohleminen. Bisschen, also ein paar mehr Rohstoffdepots noch bauen. Ach, ich habe nur Holz, um ein weiteres zu bauen. Äh, 24-Stunden-Schicht werde gerne machen. Ich glaube, tagsüber verbrauchen wir gerade ganz schön viel Kohle. Ach, das war gar nicht die Kohlemine. Ich wollte hier ran. Dass die auch um 6 Uhr anfangen. Der Glaube zu Gott wird euch allen helfen.
Arbeiteraußenposten. Die Menschen, die hier arbeiten, waren Pioniere. Gruppen wie diese ebneten den Weg für diejenigen von uns, die die Reise nach Norden wagten. Es sieht so aus, als hätten sie es eilig gehabt, ihre Familien wiederzufinden, bevor der große Wintereinzug hielt. Hoffentlich ist es ihnen gelungen. Tausende wie sie erlagen Kälte und Hunger, während sie für den Bau der Generatoren kämpften. Vielleicht bringt's ja was, wenn wir beide Schiffe da haben. Oder wir können an dem Schiff Steamcores sammeln. Das könnte natürlich auch sein. Und Kohle sieht echt fies aus gerade. Das war nicht die beste Zeit jetzt, um die Dampfkohleminen da hochzuziehen. Aber was soll's? Heizkörpereffizienz, minus 1 Kohle. Der Mauerbohrer. Obwohl Holz kam ja gerade nochmal an, was, ne? Ja, okay. Machen wir doch den Mauerbohrer. Langsam wird das auch hier so ein Riesending. Ah ne, das mit Tagen ist nicht korrigiert. Die Übersetzung ist immer noch falsch. Sie sind unbewaffnet. Captain, die sich nähern in Fremden, tragen keine Waffen. Was auch immer ihre Absichten sind, sie können uns nicht angreifen. Aber die Leute sind argwöhnisch. Das ist ein Trick, um uns zu überrumpeln. Die Lords sind gerissen. Ich warne euch, diese Blutsauger würden alles tun, um sich an uns zu rächen. Hm, die sind genauso in der Lage wie wir im Moment. So, 66 Kohle die Stunde, also 120 durch die Minen und nochmal 130 durch die Kohlepumpstation. Heißt 60, 90, ja, und wir sammeln die auch ein. Also was hier rauskommt. Und das ist auch wichtig, den Mauerbohrer setzen. Da siehst du mich das wahre Problem. Von der Karte ist wirklich das Holz. So, direkt den Dampfmauerbohrer erforschen. Und weiter geht's. Tja, und in dem Sinne, die Lords brauchen noch 22 Stunden, bis sie hier sind. Und sich dann unter unser Volk mischen werden. Das ist ein Mann, der hat seinen Sinneswandel gehabt. Und dann geht's erst richtig ab, denke ich, ey. Die werden sich gegenseitig ordentlich die Fresse polieren. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, Let's Play Frostpunk, bis dahin schöle, euer Imperator. Was wir machen können, sind aber die Glaubenshüter einsetzen. Und da schon mal das Gebäude bauen. Ich denke, die werden uns gut unterstützen. Bei den ankommenden neuen freundlichen Gesichtern.